Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Polizeivideo. Heute wird der Polizei etwas geklaut. Und unser Leo Langfinger hat auch damit zu tun. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir müssen ganz schnell verschwinden. Die Polizei sucht uns bestimmt schon überall. Hey, was ist denn mit dem Auto los? Warum tuckert das denn so? Irgendwas hat das Auto, das fährt gar nicht mehr. Was machen wir denn jetzt, Leo? Komm, wir steigen erstmal aus und schauen uns genau an, was das Auto haben könnte. Das macht ja überhaupt keinen Mucks mehr. Mann, komm schnell raus, ich glaube, es brennt. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Die Flammen werden immer größer. Achtung, Entdeckung! So, jetzt brauchen wir ein neues Auto. Hier bei der Polizei, da stehen doch einige. Ist das nicht zu riskant? Nein, ich glaube nicht. Wir knacken einfach ein Auto und hauen ganz schnell ab. Oh, so ein ruhiger Tag wie heute hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ich werde mich erstmal um meine Fische kümmern. Die müssen ja auch mal gefüttert werden. Oh, ich bin so müde. Das wird ja keiner merken, wenn ich erstmal die Augen zumache. Hey, welchen nehmen wir denn? Den grünen oder den blauen? Ich denke, wir nehmen den grünen. Das ist ein BMW. Komm, lass uns hinrobben, so dass uns niemand sieht. Gleich haben wir es geschafft. So, ich bin jetzt im Auto. Das muss ich jetzt knacken. Und dann können wir sofort los. Ja, die Tür ist auf. Lass uns schnell einsteigen. So, Leo, gib Gas. Wir gehen dann mal zu den Autos. Wir werden Streife fahren im Norden der Stadt. Wir melden uns. So, das Tor ist offen. Welchen nehmen wir denn heute? Der Grüne wurde uns zugewiesen. Der Grüne? Wo soll der denn stehen? Ich sehe ihn nirgends. Der ist bestimmt geklaut. Wir müssen sofort die Kollegen informieren. Hallo? Das grüne Polizeiauto ist gestohlen worden. Bitte an alle Einsatzkräfte Straßensperren errichten. Hey, seid ihr verrückt, ein Polizeiauto zu klauen? Ich dachte, ihr klaut ein normales Auto. Hey, das ging nicht anders. Wir brauchten unbedingt ganz schnell eins. Ihr wisst, das kostet dann mehr Geld, wenn wir ein Polizeiauto umtunen sollen. Wir müssen da auch irgendwo die ganzen Teile entsorgen. Ja, okay, einverstanden. Wann können wir denn das Auto abholen? Gleich morgen früh. Okay, dann bis morgen. Wir sind schon ganz gespannt. So Leute, an die Arbeit. Erstmal das Dach abmachen und danach müssen wir es neu lackieren. Das sieht doch schon ganz gut aus. Hier habt ihr die neuen Reifen. Viel dicker als vorher. Wow, das sieht schon ganz schön schnittig aus. Von einem alten grünen Polizeiauto ist nichts mehr zu erkennen. Gleich ist er fertig. Noch das Dach oben drauf. Wow, das ist ja richtig klasse geworden. Mal schauen, was Leo Langfinger sagt. Ey, ist das unser Fluchtauto? Das ist ja gar nicht wiederzuerkennen. Ihr habt das super gemacht. Vielen, vielen Dank. Das ist ja jeden Penny wert. Vielen Dank, wir werden euch weiterempfehlen. Wow, wie man hier drin sitzt. Das ist ja echt spitze. So, Leo, gib Gas. Okay, Kumpel, lass uns los. Raus aus der Stadt. Oh Mist, Stau. Vor uns ist eine Straßensperre der Polizei. Sie halten jeden an und kontrollieren sie. Jetzt werden wir sehen, wie gut das Auto umgestylt ist. Hoffentlich erwischen die uns nicht. Ich habe keine Lust, wieder in den Knast zu gehen. Ja, bitte noch ein Stück vorfahren. Okay, Ihren Führerschein, bitte. Okay. Ich schau kurz in Ihr Auto. Bei Ihnen ist alles in Ordnung. Sie dürfen weiterfahren. So, der nächste, bitte. Wow, haben Sie aber ein schickes Auto. Entschuldigen Sie die Störung, aber wir suchen zwei Ganoven in einem Polizeiauto. Aber Sie haben ja kein Polizeiauto, Sie haben einen roten, tollen Flitzer. Dann dürfen Sie gleich passieren. Vielen Dank für Ihre Geduld. Und jetzt dürfen Sie weiterfahren. Okay, in Ordnung. Vielen Dank, Herr Polizist. Straßenkontrolle, Sie können auch weiterfahren. Die Tuningwerkstatt hat
vollen Einsatz gezeigt. Nicht mal die Polizei hat es gemerkt. Und nun, nichts wie los, Leo. Hey Kumpels, könnt ihr uns abonnieren und einen Daumen nach oben geben? Das wäre super von euch. Okay, bis zum nächsten Mal. Und nun viel Spaß mit weiteren Filmen der Playmobil-Polizei.